Komm schon mit. Dankeschön. Juni durfte gerade noch ein bisschen Gras fressen, unter anderem zum Anweiden. Aber sein richtiges Futter, das wiegen wir gleich mal und dann gucken wir mal, wie viel Energie er daraus kriegt. Es ist heute tatsächlich mal richtig schön Sonne. Wir sollen 25 Grad bekommen und das im April. Deswegen stehe ich ja auch so schön kurzärmlich. Wir brauchen dafür eine Futterschüssel, dann das Futter und halt noch Zusätze zum Futter. Also ich brauche jetzt Wasser zum Einweichen. Möhrchen und Äpfel ziehe ich jetzt nicht mit. Die Futterschüssel passt da nicht ganz drauf. Also sie passt drauf, aber dann sehe ich nichts mehr. Oder sie passt nicht drauf, dann stimmt das Ergebnis aber nicht. Deswegen habe ich hier jetzt einen Eimer einfach, der passt drauf. Ich kann alles sehen. Und er wiegt 271 Gramm. Natürlich wiege ich das Futter nicht jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wie viel er jeden Tag bekommt. Ich mache dann immer so Augenmaß. Aber so ungefähr, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so einen Becher habe, kann ich das ganz gut abmessen. Dann sage ich halt immer ein voller Becher oder so. Wir fangen jetzt auch mit denen, das müssten Heukorps sein, an. Also es sind Heukorps, ich bin mir nicht sicher von da, wo sie haben, ob sie auch Heukorps heißen oder anders, aber es sind Heukorps. Davon kriegt er immer so zwei Becher. Das sind 240 Gramm. Dann die Waage einmal wieder auf Null gestellt. Eigentlich kommt da noch Wasser zu, aber wie gesagt, das zähle ich jetzt nicht mit, weil Wasser brauchen sie sowieso täglich. Aber keine Sorge, das wird noch alles eingeweicht, also das kommt nicht uneingeweicht ins Pony. Jetzt ist gerade ein doofer Windstoß und ich befürchte, der Hafer fliegt gleich weg. Aber wir machen das, wir öffnen das mal ganz geschickt und machen das mal so. Da habe ich ihm jetzt so ungefähr 500 Gramm Hafer reingepackt. Er kann aber wahrscheinlich noch mehr. Ich packe noch mal mehr rein. Das sind jetzt 650 und hier ist auch noch ein bisschen was drin. Ich habe so ein paar verschiedene Hafervorräte. Das ist gequetschter Hafer, der ist etwas leichter als normaler Hafer. Deswegen sieht die Menge vielleicht mehr aus, als sie eigentlich ist, wiegt, wie auch immer. Gut, wir machen alles rein. Kommen damit auf 920. Also ein Kilo Hafer dürfte er pro Tag. Aber wir rechnen jetzt auch mal grob mit einem Kilo. Genau, dann ist das Trockene auch schon fertig. Und den Rest kann ich mir eigentlich, also er kriegt jetzt nur noch Sonnenblumenöl, das ist einfach in der Verpackung umgepackt, damit es einfach ist, denn ich habe so einen großen 10 Liter Kanister. Hiermit kann ich halt einfacher die Menge bestimmen. Da ist halt die Frage, wie voll ist so ein ganzes Ding. Aber ich würde jetzt mal auf 100 Milliliter einfach schätzen. Auf jeden Fall kriegt er so ein volles Ding. Das mache ich aber erst in der Futterschüssel drüber, damit der Eimer wieder Hafereimer werden kann. Das kriegt er einfach zusammen beim Einweichen mit dem Wasser, weil dann frisst das besser. Er findet nämlich das Öl gar nicht lecker. Dann gebe ich auf die Menge, also ich rechne immer nach Menge Heukorps, weil die Heukorps müssen eingeweicht werden, 1,6 Liter Wasser. Es könnte wahrscheinlich auch ein bisschen weniger sein, könnte aber auch wahrscheinlich ein bisschen mehr sein. Das ist dann halt je nachdem, wie nass oder trocken man es dann haben will. Die Heukorps müssen eingeweicht werden. Also, soweit ich weiß, müssten die nicht mal eingeweicht werden. Aber die meisten Heukorps, eigentlich alle Heukorps, die quellen sehr auf. Und dann würden sie im Pferdemagen aufquellen. Und das würde zu einer
Kolik, also zu einer Verstopfung führen. Sprich, es kommt hinten nichts mehr raus, weil alles drin aufgequollen ist und voll wird. Deswegen weiche ich die ein. Die werden jetzt nicht so viel größer, aber trotzdem lieber eingeweicht. Dann hat auch noch mal ein bisschen zusätzliche Wasseraufnahme. So weiß ich, er hat definitiv 1,6 Liter Wasser zu sich genommen. Und das darf dann jetzt einweichen. Dann kommen noch Äpfel und Möhren drauf. Das kleine bisschen Mineralien bekommt er auch noch. Die gebe ich einfach mit drüber. Die können mit eingeweicht werden, dann kann man sie nicht so einfach rausschmeißen. Dann landen sie auch definitiv im Pferd. Das sind 50 Milliliter. Keine Ahnung, wie viel das in Gramm ist. Hätte ich vielleicht mal vorher wiegen können. Ich rechne gleich zusammen, wie viele Megajoule das sind. Und dann sage ich euch Bescheid. Gras zählen wir da natürlich nicht rein, aber Gras darf auch noch eine Menge fressen. Ich weiß nicht, warum er da hinten steht, wo viel höheres Gras ist. Er findet das hier scheinbar besser. Aber ich glaube, er ist happy, dass er überhaupt Gras hat, denn eigentlich stehen sie doch gar nicht auf der Wiese. Aber ich habe zum Glück die Möglichkeit, ihn hier grasen zu lassen. Ich habe euch ja schon mal mein Futter gezeigt, beziehungsweise Juni ist nicht mein Futter. Das könnt ihr hier oben sehen und hier unten musste Juni ganz viel ausprobieren. Seid gespannt, schaut euch das Video an. Und ich würde sagen, Juni grast jetzt noch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!